Hallo Leute und willkommen zurück zu Pokémon White. Wir sind hier noch immer in diesem Museum oder dieser Arena. Wir haben die Pokémon geheilt und ich gebe meinem Haxe ein neues Item, und zwar hier die Chestoberry. Die wird ganz nützlich sein in der Arena gegen die Arenaleiterin. Und als nächstes setze ich meinen Sklaven an die erste Stelle. Ihr werdet auch schon sehen, wieso. Ich würde euch die Taktik auch so empfehlen. Es geht zwar natürlich auch anders, aber so ist es eigentlich ein sicherer Sieg für euch, würde ich mal sagen. Gut, sprechen wir sie an. Hallo da, ich bin der Kurator des Shippo City Museums und ich bin gleichzeitig die Arena-Leiterin. Das ist richtig, ich bin Aloe. Na gut, Herausforderer, ich will sehen, wie du kämpfst mit deinem mit Liebe aufgezogenen Pokémon. Erlaube es mir, dich zu studieren. Gut, und ihr seht es ist die erste dunkelhäutige Arena-Leiterin in der Geschichte von Pokémon. Finde ich eigentlich ganz gut, etwas schlecht finde ich, dass sie das erst so spät eingebracht haben. Naja, sie fängt mit ihrem Haderia an, und ihr seht, wieso wir den Sklaven an die erste Stelle getan haben, denn es hat Bedroher. Und wir nutzen einfach mal den Sklaven, um ja diesen Bedroher abzufangen, denn das Pokémon besiegt uns mit einer Attacke, und die Attacke war nämlich auch eine neue Attacke, aber die Fähigkeit werden wir dann am Ende sehen des Kampfes. Gut, wir greifen mit Armstoß an, sollte es eigentlich besiegen, also wenn wir dreimal treffen, ja, ausgezeichnet, wir treffen dreimal und es ist besiegt. Gut, und als nächstes kommt ihr werdet es ja sehen, nämlich Miruhawk. Miruhawk ist die Entwicklung unseres Sklavens, und jetzt gibt es keinen Zweifel daran, es ist ein bekipptes Pokémon. Schaut es euch an. Ich weiß nicht, irgendwie sieht es auch cool aus, aber es ist einfach bekippt. Na gut, und dieses Pokémon hat eigentlich die Angewohnheit, immer Hypnose einzusetzen. Jetzt hat es wohl sich umentschieden, aber ja. Wir werden wahrscheinlich noch die Gelegenheit bekommen, Hypnose abzufangen. Ja, genau. Es greift mit Hypnose an, es trifft natürlich auch. Und deswegen haben wir ja uns diese Chestoberry angelegt, damit wir nicht einschlafen. Und jetzt können wir mit einem weiteren Armstoß, beziehungsweise zwei Armstößen, dieses Pokémon besiegen. Ja, ganz einfach eigentlich, wenn man ein Kampf-Pokémon hat und diese Chestoberry. Gut, und unser Haxe erreicht das nächste Level. Das finden wir auch ganz toll, und wir haben den zweiten Orden damit. Und ja, das ist ganz toll. Wir haben den zweiten Orden. Dieser Kampf war einfach unglaublich. Ich war wie in Trance. Du bist genau der richtige Trainer für diesen Basic Orden. Und hier sehen wir ihn. Sieht etwas weniger spektakulär aus als der Tri-Orden, finde ich. Finde den Tri-Orden besser, schöner, aber okay, ist ja auch ein Basic, also ein normaler Orden sozusagen. Gut, bis jetzt können wir unsere Pokémon bis Level 30 gehorchen, und wir bekommen eine TM, und zwar Vengeance. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall ist das auch eine neue Attacke. Die Attacke hat nämlich die Eigenschaft, also sie hat eine Stärke von 70, und wenn ein Pokémon in dieser Runde schon besiegt wurde, also dein Team-Pokémon, dann hat es den doppelten Schaden, also 140 ist in Doppelkämpfen ganz bestimmt eine nützliche Attacke. Schätzchen, oh mein Gott, Schätzchen. Also das sagt der, hier dieser Kidashi. Schatz, es ist etwas Schlechtes, etwas sehr Schlechtes passiert. Team Plasma hat gesagt, wir nehmen uns den Schädel weg. Beziehungsweise diesen Totenschädel, also Skelett. Und wovon redest du? Das kann nicht sein. Los, Fokker, komm mit mir. Ja, befehlig mich nur rum, aber wir schauen uns nochmal kurz hier um. Seht ihr, so sieht der Rest dieser Arena aus, und wir gehen jetzt auch gleich mal raus. Wir müssen sehen, was da abgeht. Wir müssen es unbedingt sehen, los. Oh, wieso habe ich eine Über... Ach, egal. So, da sind sie. Hört auf, mein Museum zu verwüsten, und lass die Sachen da.
Du bist gekommen, Arenaleiter, wir werden uns den Drachenschädel schnappen aus diesem Museum im Namen der Freiheit der Pokémon, denn wir sind die Kreuzritter der Freiheit. Und nur um zu beweisen, wie ernst es uns ist, werden wir es vor euren Augen stehlen. Los geht's! Rauchwolke oder Smokescreen, Rauchscreen. Plasma! Und der Schädel ist weg. Verdammt! Sie haben es geschafft. Unglaublich. Innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde haben sie ihn weggenommen. Was zur Hölle? Wir müssen hinter ihnen her. Und mit wir meint er wohl mich. Denn er geht ihnen nicht hinterher, dieser Schlappschwanz. Sondern seine Frau handelt für ihn. So. Und sie schaut sich ein bisschen um. Oh, Miss Hello, wieder ein neues Fossil gefunden. Ein gutes Fossil gefunden. Ah, und bist du wieder auf der Suche nach Inspiration? Foka, das ist Artie. Er ist der Arenaleiter von Hyun. Ist hier irgendetwas los? Ihr seht irgendwie so ein bisschen beschäftigt aus. Ja, auf jeden Fall ist da was los. Und zwar wurde eines meiner Ausstellungsstücke geklaut. Hey, Foka, wieso ist hier so eine Menschenversammlung? Gibt es Probleme? Soll ich helfen? Ich bin der Klugscheißer. Was haben diese Kinder hier zu suchen? Sind das deine Freunde? Belle, Sharon, okay, ihr seid also Trainer. Na gut, lass uns aufteilen, so finden wir schneller die Bösewichte und ich gehe diesen Weg lang. Und ihr Kinder, Sharon und Belle, ihr passt auf das Museum. Und Artie und Foka, ihr geht zum Yaguruma-Wald und dort solltet ihr hingehen, denn dort sind sie lang geflüchtet, vielleicht. Na gut, Foka, sollen wir losgehen? Lass uns diese Diebe einfangen. Hey, Foka, nimm das mit dir. Das ist eine Suchmaschine, also ein Detektor, besser gesagt. Makomo hat sie mir gegeben. Und wir bekommen einen Detektor. Ausgezeichnet. Gut, den Detektor können wir ganz bestimmt gebrauchen. Und mit dem Detektor findest du ganz versteckte Dinge. Los, wir sollten ins Museum gehen, denn unbewacht ist das ein leichtes für sie noch mehr zu stehen. Oh ja, ich gehe auch mal. So, und soll ich euch jetzt mal was Witziges zeigen? Ne, Moment, zuerst zeige ich euch natürlich den Detektor. Den will ich euch auch noch zeigen. Wo ist der schon wieder? Ne, Moment, vorher rüsten wir nochmal Haxe mit diesem Item aus. Gut, und jetzt zeige ich euch den Detektor hier. So. Und ihr seht schon, hier auf dem unteren Screen zeigt es, in welche Richtung wir gehen müssen, um ein Item zu finden. Gut, gehen wir mal nach links. Oh, es ist nach oben, 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 oben. Und, nein. Falsch. Gut. ich wollte nicht rein. Hier links, hier, oh. Oh, hier ist es. Ausgezeichnet, ihr seht. So findet man zum Beispiel einen Hyperball. Ausgezeichnet, aber ich werde euch diesen Detektor, also den unteren Screen, nicht mehr zeigen. Ich wollte es nur mal zeigen, wie das geht. Aber ich werde trotzdem Items einsammeln, wenn ich irgendwo welche finde. Und jetzt noch was Lustiges. Schaut euch die Lücke an. Ihr denkt doch ganz bestimmt, oh, da passt man locker durch. Versuchen wir es. Nee, es geht nicht. Gut, ich gehe noch schnell meine Pokémon heilen und dann treffen wir uns hier vor dem Poké-Center wieder. Also bis dann, Leute. So, Pokémon geheilt und es geht auch gleich weiter. Wir müssen jetzt Richtung Westen gehen, denn dort... Oh, hier ist noch ein Item. Tut mir leid, wenn es euch das... hier unten. Hier oben. Verwirrung. Verwirrung pur. Hier unten. Moment, das Item wähle ich. Verdammt, wieso mache ich so ein... tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Hier ist es nämlich. So. Gut, und das Ganze nur für einen Beleber. Naja. Finde ich wirklich scheiße, dass so eine große Lücke zwischen den Häusern ist und man kann trotzdem nicht durch. Gut, das andere Item hier, welches hier irgendwo ist, nämlich hier, holen wir uns natürlich auch. Auch wenn es euch nervt und ihr euch denkt, ach komm, hol nicht jeden Scheiß, aber ja,
wenn es schon auf dem Weg ist, hole ich mir das auch. Gut. Und wir kämpfen. Kämpfen wir nicht gegen. Okay, wir kämpfen nicht gegen diese Trainerin. Aber sie gibt uns. Sie gibt uns die TM Rock Smash ausgezeichnet. Das finde ich ganz nett von ihr. Und hier schon. Los, gehen wir weiter. Dort weiter vorne ist der Wald. Und es könnte ein bisschen hektisch werden, also troublesome. Ein bisschen. Das Wort fällt mir einfach nicht ein. Ihr wisst es schon. Okay, und hier gegen diese Schwestern, wenn wir gegen sie kämpfen. Wie gesagt, wir müssen einmal gegen sie kämpfen. Und oh verdammt, ich habe den Sklaven an erster Stelle. Gut, aber nee, wenn wir gegen sie kämpfen einmal, dann, nachdem wir gekämpft haben, heilen sie uns immer wieder. Das ist ganz praktisch, denn da muss man nicht immer zurück zum Poké-Center gehen, um sich heilen zu lassen. Für euch kann das egal sein, da ich das ja sowieso rausschneide, aber für mich ist es ganz praktisch, da ich so mit weniger Zeit verliere mit dem Heilen. Gut, greifen wir ihr Muna mit Nitro Charge an. Sollte doch einiges wegziehen. Ja, ist sogar ein One-Hit-KO. Hätte ich jetzt nicht. Doch, obwohl mit 7 Level Vorsprung ist schon ein One-Hit-KO. Gut, und unsere Pokémon werden geheilt. Danke, danke vielmal, liebe Schwester. Und wie gesagt, jetzt können wir uns immer bei ihr heilen lassen. Ausgezeichnet. Und wir holen uns noch dieses Item hier. Ist ein Ether. Und was habe ich noch zu sagen? Ich setze Hax an erster Stelle und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder genau hier an diesem Ort. Also bis dann, Leute, man sieht sich, es wird spannend mit Team Plasma, diesen bösen, bösen Burschen. Wo ist der Stoppknopf? Ah, hier ist er. Bis dann.